Hallöchen. Hallöchen war immer dein Spruch, fand ich. Ja. Ja, Hallöchen, genau. Chiara, grüß dich. Hallo. Ja, Mensch, es ist eine Weile her, September, letzter Stream, und ich habe auch gerade mal geschaut, wann wir den ersten Stream hatten. Kannst du dich aus dem Stand heraus erinnern, wann der war? Boah, aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, Dezember 2021. Dezember 2020. Oh, 20. Ja, Oh, krass. Okay. also knapp 4 Jahre her. Boah. Oh, Dreieinhalb. das ist. Dreieinhalb, ja. Also das ist schon, ich habe war jetzt selber ein bisschen erschrocken, also was heißt erschrocken, positiv überrascht. Ja. 4 Jahre, Wahnsinn. Hammer. Wahnsinn, ja. Und was haben wir da alles erlebt? Oh Ja. mein Gott, alles. Alles Wahnsinn, ja. Das war ja wirklich so, wir haben, glaube ich, 20 Videos zusammen gemacht. Wahnsinn, Ja. ey. 20 Also Videos, 4 Jahre, boah. wenn ich jetzt hier so bei YouTube Studio reinschaue, da kann man ja in dem YouTube Studio so Suchbegriff eingeben, Chiara, da Ja. kriege ich 20 Ergebnisse angezeigt. Und Krass. das waren, glaube ich, so 16, 17 Streams und dann halt die paar Videos, die wir noch gemacht hatten. Ja. Irre, Wahnsinn. Und bist auch wirklich einer der ersten Legenden hier auf dem Kanal gewesen, muss man sagen. Und das freut mich immer wieder, gell? Also, das ist Wahnsinn, wie das alles so gekommen ist. Ich finde das einfach nur echt krass. Naja, es fing ja problematisch an, muss Ja, man so sehr. sagen. Ja, es fing sehr problematisch an. Wir haben das alles begleitet. Wir waren Teil dieser Entwicklung. Ja. Ja, wir haben uns dann ja auch persönlich getroffen und haben da die 2 Videos gemacht. Das passiert ja jetzt auch nicht häufig, dass man Streaming-Gäste persönlich auch kennenlernt. Das stimmt. Ja, und dann hatten wir ja auch mit einem Filmprojekt was zu tun. Ja. Können wir auch noch ein bisschen drüber reden, wo meine Szene leider Gottes rausgeschnitten wurde. Oh. Ja, hast du mir doch gesagt. Ah ja, stimmt. Genau. Ja, genau. Genau. Und ja, fangen wir doch im Jetzt an. Du hast dich bei mir gemeldet, Ja, weil ja. du was Neues zu berichten hast. Also ein was wirklich Positives und ein was wirklich, wirklich Negatives. Oh, Also okay. ja. Womit Wo willst wollen du wir? Ja, anfangen? keine Ahnung. Fangen wir mit dem Negativen an. Okay, also ja, es ist was passiert, was mir wirklich die Welt, also mir ist der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Meine Welt ist zusammengebrochen. Letztes Jahr, am 29.12., musste ich meinen Kater aus dem Nichts einschläfern lassen. Das war ja einfach ganz, 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 ganz schlimm für mich. Ich hatte jetzt nichts im Verdacht, war einfach immer nur gut bedacht bei meinem Kater, wenn ich irgendwas entdeckt habe oder irgendwie was aufgefallen ist, bin ich halt gleich zum Tierarzt, ne? Und so war das dann halt auch, dass ich bemerkt habe, irgendwie frisst er nicht mehr normal und dann bin ich zum Tierarzt und naja, erstmal Antibiotika, weil er hat es irgendwie immer manchmal mit dem Magen und dann habe ich für ihn gekocht und dann ging es wieder. Und das wurde dann aber nicht besser und dann bin ich einen Tag später wieder dorthin und das war dann eben dieser besagte 29.12. Da haben sie gesagt, gut, wir gucken jetzt mal, ob da irgendwas ist im Magen oder so, dann räume ich mal gucken. So, und weil ich auch vorher schon in der Tieruniklinik Leipzig war, Oh, ja, also ich hatte schon einen riesen Leidensweg mit ihm durch, sag mal, aber immer wegen was anderem, weil er nicht aufgehört hat, ständig zu brechen. Also das war, ne, Man ist und auch auch, so hilflos dann, ja. ja, Ja, total, das ich ist ein wusste schlimmes nicht, Gefühl. was ich machen will. Naja, auf jeden Fall, die haben sich ganz, ganz lieb gekümmert. Also wenn man was hat, dann fahrt gerne in die Tieruniklinik Leipzig, große Empfehlung. Die haben sich ganz toll um das Tier gekümmert und naja, jedenfalls waren wir dann dort und dann ja, war das der besagte Freitag und ich sollte ihn dann dort lassen, bin dann zum Training gefahren, was übrigens komischerweise das beste Training des ganzen Jahres 2023 für mich war, Warum? weil alles geklappt hat, wie es klappen sollte und das war so noch nicht. Für die Außenstehenden, was für ein Training? Tanztraining. Tanztraining. Machst du so, ist das so ein Gardentanz? Ja. Ah ja, genau. Ja, also das, ich kenne das ja, das ist so Karnevalszeug. Ja. Genau. Und ich arbeite ja auf so einer Dorfschule im Ja. Leipziger Land. Und da ist das auch ganz groß. So diese Ja. Gardegeschichte, das ist so richtige Traditionsgeschichten. Ja, absolut, absolut. Und Ja. ich meine, das sind ja viele so Hebefiguren und Sprünge und sowas. Es ist sehr anspruchsvoll. Man könnte fast sagen, fällt mir gerade ein, ist so das deutsche Cheerleading. Absolut, ja, Oder? total.
Ja, auch was die Elemente und so angeht. Also es ist Komplett. Also Spagat, hochspringen und so Halteposition. absolut. Ja, Ja, ist es wirklich. das deutsche Cheerleading. Gardetanz. Müsste man auch mal einen Stream dazu machen. Aber okay, gut. Warte mal. Also wieder mal ein Tag, wo Schlimmes und Schönes zusammentrifft. Ja, und ich hatte so ein gutes Gefühl nach dem Training. Ich war so, ach, alles wird gut, alles wird Obwohl der gut, ne? Kater eingeschläfert worden ist. Naja, nee, Ach, da war der. Ach so, ach so. ich musste den ja dort lassen, weil sie den röntgen Ah, wollten. So, okay, das Entschuldigung. Okay, du bist nach Leipzig gefahren. nee, das war hier schon im Umland bei mir. Also das war Okay. mit Leipzig, das war schon im September, Oktober so. Und das war dann wieder im Dezember. Ah, du bist jetzt gerade so gesprungen. Okay, pardon. Ja, Okay, Entschuldigung. also du warst jetzt im September und da warst du da beim Tierarzt und hast ein gutes Gefühl gehabt und musstest ihn aber dort lassen, den Kater, und bist dann zum Tanztraining und das lief alles super duper, Komma, aber. Genau, aber und dann bin ich wieder zum Tierarzt gefahren und ach, das war schon ganz komisch. Also ich bin dort reingekommen und die ganze Praxis war voll, gell, wie man es halt kennt zur Sprechstunde. Und auf einmal kommt dann die Tierärztin so vor und sagt, kommen Sie mal bitte mit einem ganz, oh, da habe ich sofort, da fiel mir, ich kann das gar nicht beschreiben, da fiel mir alles. Ich bin da wie in Trance noch in dieses Sprechzimmer rein, wo er dann lag, sediert, weil er es halt nicht mit sich machen lassen hat. So, das ging halt immer nicht, gell? Und naja, und dann lag er dann dort und dann hat sie da so erzählt und dann, so wie sie da erzählt hat, habe ich gedacht, also, mein schlimmster Albtraum wird wahr. Also ich dachte wirklich, ich träume. Das war ganz, ganz schlimm. Jedenfalls hatte ich die Wahl, entweder ich lasse den ganzen Unterkiefer amputieren, weil der vom Krebs zerfressen war, oder ich lasse ihn jetzt einschläfern. Also der hat nicht mehr gefressen, weil er so Schmerzen hatte im Kiefer. Ja, weil er gar keinen Kieferknochen mehr hatte. Das war alles vom Krebs zerfressen. Nee, dann kann man ihn ja nur erlösen. Richtig, nee, Ja, und ich mir auch überlege, der hat so gerne gefressen und ich habe so viel Geld für sein Futter ausgegeben, weil das Beste sein sollte, ne? Weil er immer so Probleme hatte. Und ach, das war seine Welt. Und dann wusste ich, damit tust du niemandem gefallen. Und wenn er schon sein Fressen nicht aufgefressen hat, da hat sich das schon in zwei Teile aufgeteilt, dann muss es wirklich schlimm sein. Also, und ach, nee, da stand überhaupt nicht die Frage für mich, ob oder ob nicht. Es war für mich, wie die es gesagt hat, war es für mich felsenfest klar, ich lasse ihn einschläfern. Punkt aus, Ende. So, was das aber für mich bedeutet im Endeffekt, also das, nee, Ganz, ganz schlimm. Genau, würde ich gerne mal einen Kommentar gleich vorlesen von Professor Truff. Mein Beileid zum Tod deiner Katze. Wenn ein Tier gehen muss, ist es mindestens so schlimm, wie wenn ein Mensch gehen muss. Ja. Würde ich jetzt doch noch ein bisschen abschwächen wollen, aber. Naja, also ich würde tatsächlich zustimmen, weil ich bin mit ihm groß geworden. Ich habe ihn bekommen, als ich klein war. Moment, ich weiß, dass ich gleich missverstanden werde. Ja, ich würde gern auf jeden Fall mal eine Lanze für Haustiere brechen. Ja, und ich denke auch, der Kater, wie alt war der eigentlich? Auf den Tag genau, 13 Jahre, 6 Monate und eine Woche. Menschenjahre. Ja. Also immens altes Tier geworden. Naja. Naja, nicht? Naja. Nee. Eigentlich hat er mir versprochen, dass er mindestens 18 wird. Aber wären Katzen so alt? 18 Jahre? Ja, also ich sag mal, Katzen, also das ist wie bei uns Menschen, die werden eigentlich immer älter als Männer, also Kater, ne? Halt die eine Sache. Und die andere, also ich hatte viele in meinem Umfeld, die wirklich 15, 16 geworden sind, auch Kater. Und da habe ich mindestens mit 15, 16 gerechnet eigentlich. Naja. Aber es ist ein gutes Leben. Ja, und ich muss auch mal sagen, du bist mit ihm aufgewachsen, er hat dich massiv geprägt und er war eben auch in diesen wilden Zeiten sicherlich mit dabei Ja, und hat naja. dir auch ganz oft Trost gegeben. Absolut, auch eine Beständigkeit, weil, also ich bin ganz ehrlich, hätte ich ihn nicht gehabt, dann hätte ich gar keinen Grund mehr zum Leben gehabt. Ich bin tatsächlich dann irgendwo an dem Punkt gewesen, wo ich dachte, na, wenn mich die nächste Bahn umbringt, dann ist es halt so, ne? Aber dann dachte ich auch gleich wieder, nee, er braucht ja auch Futter. Wenn ich Ja. jetzt wach bin, dann braucht er Futter, ich muss das Katzenklo machen und. Also ich war voll bei ihm mit Bedacht so, und das war ganz oft mein letzter Lebenswille, ganz ehrlich. Es war dein Anker. Absolut. Naja, das würde ich gerne ein bisschen rauskehren wollen. Also also nochmal, nicht, dass hier irgendjemand mich jetzt falsch versteht. Aber es geht schon im Chat ab. Man muss es doch sagen, es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ja, also das muss man ja schon mal sagen. Auf jeden Fall. Komma,
Ich kann aber auch absolut nachvollziehen, dass bei so einer engen, langen Bindung das eigentlich ist, als wenn eine Bezugsperson stirbt. Ja, so Ja, war es. So das war kann man es. ja so labeln. Ja? Ja. Und ich sag mal, für dich war der Tod dieses Katers intensiver, als wenn jetzt eine Großtante gestorben wäre, die du dreimal im Leben gesehen hast. Ja, Um es jetzt mal total. einzuordnen. Okay, Ja. gut. Es war ein Tier, ein Lebewesen, was mit dir durch dick und dünn gegangen ist. Ja, und was mich auch kannte wie keines Ja. andere, weil er mich halt auch in Situationen erlebt hat, wie es halt kein anderer erlebt hatte. Er hat alles gesehen, er wusste alles. Ja. Wie hat er gemerkt, wenn du drauf warst früher? Also naja, gerochen auf jeden Fall. Ne? Ich Gerochen, habe ihn ja. auch, ich hab ihn auch nie angefasst, wenn ich was konsumiert habe. Nie. Also das war mir ganz wichtig. Sobald ich irgendwas in die Hand genommen habe, was mit ihm zu tun hatte, hatte ich immer Handschuhe an. Immer. Weil mir das Das so haben wir schon wichtig mal war. erzählt, glaube ich. Ja, mir war Ja. das so wichtig. Und auch mein Zeug, das lag dann immer im Backofen. Und ich habe dann immer rausgeholt zum Ziehen und wieder reingetan. Also da war immer alles clean. Wie ein Das, Kind. ja, ganz, ganz, ganz wichtig war mir das. Ganz Schön, wichtig. okay, ja. Ja, aber hat er letztendlich in diesem ganzen Crystal-Wahnsinn immer noch so einen Funken Normalität vermittelt mit diesem Tier? Ja, naja, was heißt Normalität? Also er wusste auch, dass es nicht normal ist, weil er dann, also er hat immer versucht, dann noch zu mir zu kommen und das wollte ich aber nicht, weil ich ja nicht ihn anfassen wollte, gell? Und dann habe ich ihn halt immer weggeschickt und das hat er halt gemerkt. Und irgendwann hat er mich dann in Ruhe gelassen und das ist normalerweise nicht so gewesen. Also er hat das auch so mitbekommen und auch so für sich abgestempelt, sage ich mal. Wenn ich dann meinen Rausch ausgeschlafen habe, hat er dann immer in meinem Bett mitgelegen und hat mich dann auch frühst geweckt. Und dann haben wir erstmal ausgiebig gekuschelt und dann war erstmal alles wieder gut. Gell? So, ah, Okay, naja. zurück zu diesem Tag. Also, du kommst in dieses Zimmer rein und diese Tierärztin, also eigentlich wusstest du schon. Ja, die brauchte gar nichts sagen. Ich wusste, das ist ganz, ganz schlimm. Also, ne, das war, ja, nee, also, wie gesagt, da hat sich für mich auch gar keine Entscheidung aufgetan. Für mich war das felsenfest klar. Ich habe daran auch keine Sekunde gezweifelt, dass das heute so sein wird. Aber was das mit mir gemacht hat, also das hat mich in einen Sog reingezogen von Irrationalität. Also ich dachte Oh, wirklich, ich bin hier. Rückfallgefahr vielleicht sogar? Ja, auch Ja, ganz oh, groß ja, hatte erzähl ich. mal. Los, komm. Also ich hatte, ich weiß ich nicht, ich war wie, also das war wie ein anderes Draufsein. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir, dass ich, das, also wie, weiß ich nicht, Ja, kann ich Schock, gar nicht Trauma. beschreiben. Ja, ganz, ganz schlimm. So, meine Mama war dabei, die zum Glück. Und naja, also ich sag mal so, wäre das alles nicht so gekommen und wäre sie nicht dabei gewesen, ich bin nämlich seitdem jetzt auch bis zum heutigen Tage wieder bei ihr eingezogen, vorübergehend. Die Sachen meiner Wohnung stehen alle noch, wie sie stehen. Auch das halbe Futter, was er angefressen hat, steht noch so, wie es steht. Ich denke mal, wenn ich wieder zurück in meine Wohnung gegangen wäre, wäre definitiv irgendwie vielleicht was passiert. Vielleicht jetzt nicht mit Crystal, aber vielleicht mit anderen Dingen, um das irgendwie. Und was ich auch ehrlich sagen muss, also die ersten 3 Wochen habe ich jeden Abend getrunken. Jeden Abend. Was heißt getrunken konkret? Also Alkohol Ja, schon getrunken. klar, aber ein Kasten Bier oder eine Flasche Sekt oder Nee, Schnaps. Schnaps. Ja. Betäubung. Ja. Oh, wie viel Schnaps so am Abend? Weiß ich nicht. Ich hab da jetzt nicht so wirklich aufgepasst. Einfach nur so lang, bis es mir im Herzen wieder ein bisschen schwummriger wurde, sage ich mal. Also. Ja, ich finde ja. Kann man ja mal machen. Ja, also wenn das in der Lebenssituation einfach auch erstmal hilft, dann, man muss es so sagen, das ist ja auch ein Kanal hier, der eben überhaupt nicht militant antidrogenmäßig ist. Darum denke ich mir, hebt er sich schon noch ein bisschen von den anderen Sachen ab. Ja. Weil es hat alles eine Berechtigung. Und wenn dir da Schnaps in der Trauerphase, nennen wir es mal so, erstmal das ein bisschen erträglicher gemacht hat, habe ich jetzt überhaupt erstmal keinen Bauchschmerzen damit. Sollte halt natürlich nicht zum Dauerzustand werden. Nee, wurde es auch nicht. Also ich war noch nie so ein großer War ich Alkoholfreund, auch nie, ja. aber in der Zeit war es wirklich. Also ich habe mich nicht knackenhart abgeschossen, so, Naja. gell? Naja, und Sondern es war auch wirklich. nur eine Phase, die war ja auch irgendwann vorbei, hoffe ich. Ja, nee, das war dann vorbei. Nee, ja, also
Ja, und dann, wenn ich immer dieses warme, flaumige Gefühl im Herzen hatte, in der Brust hatte, dann ging es relativ, ja. Dann war es nicht so Hat schlimm sich der und gut. Knoten gelöst so ein bisschen? Ja, genau. Und dann konnte ich auch ins Bett und schlafen gehen. Das war auch ganz schlimm. Also ich wirklich, ich bin eine ganz tiefe Depression verfallen. Ich habe Wochen, also na gut, meine Haare nicht gekämmt, ich war nicht duschen, ich wollte nichts essen, ich habe fast 10 Kilo abgenommen, mir ging es ganz dreckig, ganz, 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 ganz dreckig. Ich lese dir mal einen Kommentar von Professor Truff vor. Der passt zu deiner Gefühlslage. Ich habe meinen Hund damals 3 Tage tot neben meinem Bett auf seinem Platz liegen lassen, weil ich es nicht geschafft habe, ihn zu begraben, mir dann aber doch einen Ruck gegeben und ihn heulend im strömenden Regen begraben, wie in einem Film. Ja. Also, ja, ich sag mal so, ein Tier kann halt oft viel loyaler zu einem sein wie ein Mensch. Ja. Ja, und das ist ja so der Punkt. Das ist so eine bedingungslose Liebe. Ja. Ja. Und das ist ja das, was einen so abholt. Ich bin auch ein ganz großer Hundefan. Ja. Und hätte ich jetzt nicht, sage ich mal, eine Frau aus Asien, wo man ja regelmäßig ist, auch immer nach Asien fliegen muss und ich sowieso auch jemand bin, der sehr gerne auch international verreist, hätte ich schon längst einen Hund. Ich habe voll Bock auf Hund und das würde mich auch komplett abholen. Labrador mag ich ja so. So. Oh, das sind so sie. Ja, ich Nee, aber liebe auch sie auch. so, ich würde den noch ein bisschen scharf machen, so auf Hundeplatz gehen und so. Oh, cool. Weißt du, weil Ja. wenn Hund, dann richtig. Ja, also Ja, wenn Hund, dann richtig, dann will ich mit dem nämlich auch abends um 10 hier mal am Bahnhof lang gehen, ohne Angst zu haben, weil so ein Hund ist eine Waffe. Wenn du den richtig gut drauf hast, absolut, quatsch dich ja. keiner an. Nö, nö. Ja, genau. Na gut, okay. Also warte mal, das war jetzt September oder war, jetzt waren wir schon wieder im Dezember. Dezember war Im das, genau. Dezember war es dieser Tag mit dieser Ärztin. Ja. Okay. Gut, und dann kam Weihnachten. Nee, das war ja Weihnachten schon Ach gewesen, ne? so, Das ach, war das nicht war ja. Silvester, das war kurz vor Silvester. Das war. Ja, okay. Da war Silvester natürlich gegessen. Nur Silvester war ich wirklich knackenhart. Ja. Das habe ich auch nicht anders ertragen, bin ich dir ganz ehrlich. Hm. So wie dann diese ganzen Böller losgingen und hast du nicht gesehen, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Oh. Weil es auch so ein Jahresabschluss war und du wusstest, du gehst in das neue Jahr ohne jemanden, der seit Jahren an deiner Seite war. Ja, also ich wusste gar nicht, wie ich irgendwas wieder bestreiten soll. Irgendein Alter, ich wusste gar nicht, wie ich das gehen soll. So. Naja. Okay. Wo hast du ihn begraben, den Kater? Nee, nirgendwo. Also ich habe Ah. ihn zu einer Tierbestattung gegeben Ja. und die haben das alles geklärt. Ich Der wird dann habe, verbrannt, oder wie? genau, ich habe eine Okay. Urne von ihm. Davor durfte ich mir noch, also ich habe ja noch einen Auftrag gegeben, dass noch ein Pfotenabdruck gemacht wird, dass noch Haare abgemacht werden. Und ja, jetzt habe ich halt noch ein paar Sachen. Also der Pfotenabdruck ist auf der Urne drauf und halt seine Lebensdaten, seinen Namen, ein Wow, Bild. das kenne ich alles gar nicht. Okay, das ist ja auch ein spannendes Thema. Also es gibt so eine Art Bestattungsunternehmen für Tiere, Ja. wo du sagen kannst, okay, also bitte, also der wird ja dann verbrannt sicherlich. Und dann kriegst du die Asche in der Urne. Genau, kann ich dir ja nachher auch mal ein Bild schicken, wenn du magst. Also, das, Mach's mal die. jetzt, wenn es geht. Kriegst du das hin? Warte. Du müsstest es mir eigentlich nur über WhatsApp senden, dann könnte ich es hier im Stream anzeigen. Ach so, naja, aber die Urne ist jetzt bei mir zu Hause. Ach so. Nee, Ja. aber du hast jetzt kein Foto auf dem Handy oder so. Warte, ich guck mal nebenbei. Ja. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich dachte, wir könnten es jetzt einfach mal kurz zeigen. Ja. Okay. Ja, nee, genau. Auf jeden Fall, ja, die Tierbestattung, das ist eine deutschlandweite Tierbestattung, die heißt Rosengarten. Also die kennen vielleicht einige, Schau ich gleich mal. Okay. die machen richtig, richtig groß und richtig gut. Also da ist auf jeden Fall Verlass. Ist natürlich alles sehr kostspielig, aber ich hab dann auch gesagt, Mama, bitte gib mir, leih mir das Geld. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich irgendwelche Kosten in meinen Kater stecke. Gell, Was so. kostet das denn? Also ich habe mit, also natürlich kann man die Urne aussuchen und dies und das. Lala, also insgesamt habe ich 900 Euro bezahlt. Okay, naja, gut. Also würde ich auch bezahlen, wenn es mir wert wäre. Ja. Aber ich sag mal, ein Tausender. Okay, aber dann hast du natürlich auch eine schöne Urne mit Pfotenabdruck und gut, es ist wie es ist. Ich meine, hatte letztens auch im Garten was zu erledigen und hat da auch jemanden gefragt, der mir da so ein paar Büsche verschneidet und das Ganze wegbringt. Und der Preis hat mich auch erstmal umgehauen. Das ist aber heute alles schweineteuer geworden. Ja. Ja.
Okay. Na gut, Professor Truff schreibt, das Foto hätte ich auch gern gesehen. Falls Chiara das erlaubt, kannst du es ja mal irgendwo posten. Na gut, könnte man mal machen. Also ich habe jetzt geguckt, ich hab kein Bild von der Urne. Also Kein ich Problem. gehe heute auf jeden Fall in meine Wohnung und dann mache ich mal ein Bild und dann schicke ich dir das, gell? Das ist auch ein guter Einwand von Augustus gerade. Ich finde das schrecklich, dass man die Urne von Tieren bekommt und von Menschen nicht. Absolut, ja. Also du, also eine menschliche, also eine Urne mit menschlichen Überresten muss natürlich auf dem Friedhof beerdigt werden. Das, ja, das Das stimmt. ist aber in USA zum Beispiel nicht so. Ja, da ist es erlaubt. Da kannst du die Urne mit nach Hause nehmen. Ich finde das auch ganz schrecklich. Also verstehe ich auch, wer will, gell, wirklich. Okay. Gut. Das war die schlechte Nachricht. Ja. So, und Gibt es wie dazu sieht noch es? was zu sagen? Ja, nee, also, naja, doch, worauf ich stolz bin, ist, dass ich halt nichts konsumiert habe, außer Alkohol, gar Ja, nichts. ja. Weil es wäre so ein typischer Lebenskrisenfall gewesen, wo so Rückfälligkeit hinter der nächsten Ecke lauert. Richtig. Aber du hast es für deinen Kater nicht getan. Ja, nee, das war auch für mich, das hat sich auch überhaupt nicht stimmig angefühlt. Also, wäre in meinen Augen total egoistisch gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Und wahrscheinlich wäre das auch der schlimmste Bad Trip meines Lebens Auf geworden. jeden. Du hättest es so Weil, bereut. ja, na klar, weil gerade wegen ihm. Und ich habe ja aufgehört und auch mit ihm, wegen ihm, für ihn, für mich, gell? Und dann nach der nächstbesten, ich glaube, er wäre so sauer mit mir gewesen. Natürlich, mit Recht. Gell? Ja. So. Nee, deswegen, also alles gut so. Ja. Okay, also Thema abgeschlossen. Holst du dir eine neue Katze, neuen Kater oder? Nein, Nein. das kommt nicht rein. Also es gab diesen einen und es wird keinen anderen mehr geben. Wenn meine Kinder irgendwann mal einen haben wollen, da können wir drüber reden, Okay. aber so, nee. Alrighty. Gut, kommen wir mal zu den guten Nachrichten. Ja, also ich habe mich letztes Jahr bei der Justiz in meinem Freistaat beworben und für eine Ausbildung und habe da viele, viele Tests durchlaufen, also so immer rundenmäßig voraus Geh aus. da mal rein, das will ich alles wissen. Was für Tests, ja. Ja, also ich habe mich beworben und dann muss man halt erstmal eingeladen werden zu so einem Eignungstest, ne? Und da wurde ich dann zu diesem Eignungstest eingeladen. Den habe ich mit, also das Ergebnis, das habe ich dann erst später im persönlichen Gespräch erfahren. Den habe ich da mit Bravour bestanden, Super. wurde daraufhin zu diesem ja, persönlichen Gespräch, Bewerbungsgespräch eingeladen. Und das war dann im Februar. Möchtest du Und, sagen, was um was für eine Ausbildung es geht? weiß Na ich gut, nicht. also okay, gut, nee, dann lass es. Es Weil ist. es nicht viele sind und am Ja, Ende ist es. nee, nee, um Gottes Willen. Also es ist Sektor Justiz, kann man ja sagen. Ja. Genau, okay. Weiter. So, und genau, dann zu diesem persönlichen Gespräch, genau. Und dann hieß es eigentlich, dass ich erst nach Ostern Bescheid bekomme, ob oder ob nicht. Und es gäbe drei Möglichkeiten: entweder eine Absage, entweder eine Zusage oder ein Vielleicht im Sinne von, wenn jemand abspringt, dann würden wir sie nehmen. Okay, so eine Nachrückliste. Genau. Und lass mich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, am 6.3. wurde das datiert und am 7.3. hatte ich es im Briefkasten. Also quasi 2 Wochen nach meinem Gespräch hatte ich dann die Einstellungszusage im Briefkasten. Wahnsinn. Und das ist jetzt ein neues Leben. Ja, absolut. Was heißt, die Ausbildung geht wann los jetzt genau? September dann dieses Jahr. September diesen Jahres, okay. Aha, im Justizsektor. Das ist ja wichtig zu erwähnen, finde ich. Wir gehen jetzt gar nicht so ins Detail rein. Aber ich meine, Streamtitel bin ich schon am Überlegen. Weißt du, was ich Ja, meine? ja, Weil, ja, weil das ist ja nun wirklich eine Erfolgsgeschichte, die man ja. sagen muss. Also von, ich sag's mal so, von der knallharten Meth-Braut hin zur, ja, zur Staatsbeamten. Ist man ein Staatsbeamter? Beamtin? Ich bin mit Beginn Beamtin auf Widerruf, ja. Oh, also Staatsbeamtin. Ja. Also könnte man so schreiben, ne, machen wir nachher. Okay. Ja. Ja. Was sagt deine Mutter dazu?
Ach, die freut sich natürlich, die ist stolz wie Bolle. Die, also die, als ich den Brief bekommen habe, hat die sich wahrscheinlich gerade in dem Moment mehr gefreut als ich selbst, weil, also ich bin mit dem Mindset dran, ich schaffe das, das wird was. So, also das gab für mich gar keinen Plan B. So, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich sonst machen sollte, ne? Weil ich halt auch seit letztem Jahr in diesem rechtlichen Sektor arbeite. Habe ich halt voll gemerkt, dass das mein Ding ist und dass ich das liebe. Was unter anderem auch wieder dazu führte, dass mir viele, viele alte bekannte Gesichter und in Akten wieder aufgetaucht sind. Oh, okay. Ja, das war auch ganz witzig. Ja, und ja, also ich bin mit dem Mindset dran, ich schaffe das und ich mache das so, ich bekomme das, ich kriege das. Und ja, deswegen, also ich habe mich natürlich sehr gefreut, aber ich bin davon ausgegangen, ich habe das erwartet einfach, gell? Und meine Mutti hat sich da natürlich riesig gefreut. Also, die war seelenglücklich. Was meinst du, bringst du mit oder mehr mit oder anderes mit als andere Bewerber und Bewerberinnen? Erfahrung, ganz viel Erfahrung. Also nicht nur in dem beruflichen Spektrum, was das angeht, weil ich da einfach schon viel Erfahrung jetzt sammeln konnte. Aber auch vor allen Dingen für das Verständnis, denke ich mal, was dahinter steckt, so, weißt Und es ist natürlich ein Beispiel dafür, dass alles möglich ist. Ja. Was genau hat es gebraucht, um, wenn du das mal für Leute die letzten 4 Jahre zusammenfassen solltest, ja, so komprimiert, müssen wir ja mal machen jetzt hier. Was war eigentlich der große Umschwung? Was ist passiert, dass du heute ja eine Ausbildung zur Staatsbeamtin machst? Oh, schwierig, ey. Also ich wünschte, es gäbe so ein Dreh- und Angelmoment, wo ich sage, das Ne, war den gibt's ja der. oft nicht. Genau. Aber den gab, das war so ein schleichender Prozess, gell? Nee, ich würde einfach sagen, ich bin vielleicht aus dieser Drogentrance wach geworden, aus diesem Drogentraum, aus diesem Rausch, aus diesem langjährigen Rausch einfach aufgewacht und habe mich Stück für Stück ja, wieder ins Leben zurückgekämpft, meinen Lebenswillen wieder zurückerkämpft. So, weil ich gemerkt habe, irgendwie, also ganz tief in mir wusste ich, das kann es doch nicht sein. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus immer mehr konsumiert. Und das hat es halt immer nur schlimmer gemacht, diese Differenz einfach. Dieses, ich habe eigentlich so viel mehr vom Leben erhofft und erwartet. Und jetzt sitze ich hier wie ein Junkie und ziehe mir rein und baller und mach. Und vergammel und verschwende meine Lebenszeit. So, das war so, damit bin ich nicht klargekommen, weil ich dachte immer, das kann es nicht gewesen sein. Das ist nicht das Leben, was ich führen wollte. Ja, und was mir bei dir auch aufgefallen ist, und das war wie bei mir zum Schluss auch ähnlich, wir waren so beides Konsumenten, die eigentlich zum Schluss nur noch allein konsumiert haben. Ja, 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 ja. und das ist, finde ich, so Endhaltestelle. Ja. Ja, weil was soll da noch kommen? Ja, also man hat sich eingeschlossen, das war ja wie bei dir, du hast ja dann auch so psychotische Tendenzen bekriegt, weil man Ja. eben schon 3 Tage wach war und weil man. Ja, man hat ja in der Wohnung rumgegammelt und hat die Lines weggezogen. Warum, wieso, weshalb, wusste man nicht. Man war gefangen im Konsum und man war gefangen im Kontrollverlust und das ist so für mich das Sinnloseste doch immer gewesen. Ich meine, das war bei dir ja ähnlich. Warte mal, ich muss kurz was schreiben. Am Anfang. Das war bei dir ja genauso. Hat man ja mit Crystal noch Momente verknüpft. Momente, Menschen, Situationen, die, das muss man jetzt auch mal sagen, die schon irgendwo abgefahren und geil waren. Ja, also ich meine, Crystal hat anfänglich ja auch, war ja ein Schlag in die Fresse, ein positiver. Ja, das war ein Weltenunterschied. Kannst du dich an deine erste Line noch erinnern? Ja. Erzähl doch mal darüber. Ganz kurze Vorgeschichte möchte ich kurz sagen. Also meine erste chemische Drogenerfahrung war MDMA, war Teile, gell? Und als ich da diesen Schritt gewagt hatte, war für mich von Anfang an klar, weil ich mich schon viel mit dem Drogensektor beschäftigt hatte, dass ich unbedingt Crystal probieren will und muss. Ja, So, ich das hat erinnere mich mich. schon immer gecatcht. Gell? Scheiß auf Koks, scheiß auf
Speed, scheiß auf alles, ich will Crystal. Was macht das so besonders? So, und nachdem ich das erste Mal Teile genommen habe, habe ich dann so gesagt, so, pass mal auf, Freunde, alles schön und gut, ich will Crystal, holt mir Crystal ran. So, und damals habe ich das mit einer Freundin gemacht, ne? Und die hat dann, also musste dem auf der Zunge zergehen lassen, die hat einen Zehner für uns beide geholt. Einen Zehner, ja? Hm. Und den haben wir für uns beide in, lass mich lügen, 3 Bahnen oder 4 Bahnen aufgeteilt. Also da kannst du dir auch vorstellen, wie klein das alles angefangen hat, gell? War es ja auch wirklich. Nee, aber man muss auch mal sagen, das ist ja eine extrem mächtige Substanz. Und wenn man als Erstkonsumentin da anfängt, dann reicht da auch ein Zehner. Absolut, absolut. So. Ja. Hm. Ich hab nie vergessen, es war Sommer, wir waren auf dem Feld und haben das auf dem Handy klein gemacht und es gibt sogar, aber ich weiß nicht wo, noch ein Bild davon. Oh. Weil wir gesagt haben, wir halten diesen Moment fest. So, ne? Und lass die Bahn so klein gewesen sein wie ein Finger oder so. Also und so haardünn. Ja, na klar. Mhm. Gell? So, und dann habe ich das so gezogen und es hat halt ein bisschen gebrannt, war jetzt nichts Besonderes. Mhm. Und dann habe ich gewartet, dann haben wir, also nicht gewartet, aber wir sind halt einfach gelaufen und haben uns unterhalten. Und dann habe ich so nach einer Zeit gefragt, so, ey, sag mal, merkst du was? Nee, nicht wirklich. Da wollen wir nochmal nachlegen. Hm, ich weiß nicht. Na, und dann haben wir halt den Zehner dann innerhalb, weiß ich nicht, von 3, 4, 5 Stunden weggemacht. Und also ich war richtig enttäuscht, weil ich nichts gemerkt habe. Hm. Ich habe so gedacht, Alter, die größte Verarschung, ja, so ein Rotz. Ich weiß überhaupt nicht, was alle daran haben. Man merkt überhaupt nichts, so, ne? Und na gut, meine Drogenerfahrung haben ja bis zu dem Zeitpunkt auch nicht so weitreichend ausgereicht. Hm. Hat ja nur Teile, gell? Hm. Nur und, Teile. Naja, aber der dritte Unterschied ist schon krass. Na klar. So, ne? Deswegen, ich finde, beim Crystal fehlt halt völlig dieses Einlullende von Teilen. Also Crystal ist ja so wie so ein Tritt in den Arsch. Ja, geil, Alter. Ja. Okay, weiter. Mhm. Naja, und dann war ich richtig enttäuscht. Und dann haben wir uns ins Bett irgendwann die Nacht am Frühling hingelegt und dann haben wir halt gepennt. Und ach, da dachte ich mir auch so, Alter, wie sinnlos. Naja, und dann irgendwann, los, komm, wir probieren es nochmal. Ja, und dann halt immer wieder probiert so, ne? Und dann sind wir auch mal feiern gegangen und da haben wir uns also, halt das finde ich gerade wichtig. Also am Anfang gar nicht so die Wirkung gespürt, die man erwartet hat. Ja. Aber trotzdem immer wieder getan. Ja, weil ich dachte, Mensch, das muss doch mal besser werden. Es muss doch mal scheppern. Ja, genau, es muss doch mal ballern, das gibt's doch nicht. Sag mal. Ja. Was ist aber das hier? Die gute alte Panzerschokolade, was ist los? Ja, von wegen Panzerschokolade, Alter, nicht Panzerschokolade, gell? Ja, okay. Hm. Ja, so richtig enttäuschend halt. Und dann dachte ich, das kann es doch nicht gewesen sein. Davon sollen jetzt hier so viele abhängig sein. Nee, das kann es nicht gewesen sein. Da muss noch mehr dahinter stecken. Und ich wollte dahinter kommen, ich wollte hinter dieses Geheimnis kommen. Ja. Aber sorry, aber auch mal völlig dummes Mindset eigentlich. Ja, natürlich. Ja. Ach, sorry, wenn ich das so krass sage, aber. Aber man muss ja auch dazu sehen, ich war ja 15, ja. Also, das ist ja auch ein Stück her. Naja, klar, man ist halt komplett naiv. Ja. Komplett naiv, ja. Okay, mit 15, also immer mal wieder was für einen Zehner geholt und hat nicht gescheppert und wann hat es das erste Mal richtig reingefahren? Boah, das war, oha, also, ich habe das dann ungefähr so ein halbes Jahr ja probiert, ungefähr, immer mal wieder und da hat es halt nicht das gegeben, was ich halt so wollte. Und dann irgendwann habe ich andere Leute kennengelernt und da habe ich dann meine Erfahrung mit Speed gemacht, also mit Amphetamin und auch mit Koks und so, wo ich dachte, oh ja, das scheppert wenigstens, ne? Ja. So, und dann darauf auf Feiern gegangen, die Leute kennengelernt und dann lass das mal mit dem ganzen anderen Zeug so ein Vierteljahr gewesen sein. Und dann habe ich auf einer Party hier in Umgebung in der Stadt jemanden kennengelernt, der meinte so, ja, ich habe C. Und alle, die da mit mir waren, haben halt alle kein C probiert, hatten alle einen Heidenschiss davor und wussten aber von mir, dass ich es schon mal genommen habe. Und habe denen gesagt, hier, würde es euch was ausmachen, wenn ich mal mit dem mitgehe und ein bisschen, nee, alles gut, mach ruhig, ne, du kennst das ja und so. Naja, und dann bin ich mit dem mitgegangen und das war dann so quasi der Einstieg, wo es hier so etabliert wurde und wo es dann auch gescheppert hat, wo ich dann gemerkt habe, alles klar, so läuft der Hase. Ja, diese ersten Male, wo ich überhaupt nicht gecheckt habe, warum die Leute so drauf abgehen, das war beim Koks so und beim Opium. Mhm. Ja, das war das wirst du auch nachvollziehen können, wenn man halt so eine Wirkung einer Droge
noch nie erfahren hat oder das Suchtgedächtnis, Ja. ist man zwar schon drauf wie eine Kuh, aber kann das überhaupt nicht einordnen. Nee, gar nicht. Und deswegen Ja. wirkt es wie gar nichts. Ja. Na, es wirkt so wie eine Enttäuschung sogar schon. Ja. Ja, total. Total. Das war bei mir mit Koks, als ich dann jetzt, wo ich erzählt hatte, vorsätzlich war, dass ich hier so ein bisschen den Absturz wieder hatte mit Koks. So ging es mir ja. Und ich, als ich erzählt habe, ich habe ja noch nie gekotzt von irgendeiner Chemie. Und dann habe ich mir dann Gramm Koks reingeballert. Und weil das nicht doll genug geballert hat, dachte ich zumindest, habe ich mir dann noch Ampfe im Kokszeit, also hier im Kokszeitraum, innerhalb von einer halben Stunde, habe ich mir ein paar Bahn reingeballert von Amphetamin, was natürlich absolut sinnlos ist. Ne? Also, und habe eine totale Überdosis gehabt und habe auf einmal übelst losgekotzt. Ja? Aber einfach, weil ich mich nicht drauf gefühlt habe. Einfach durch diese Täuschung. Gell? Naja, ich sag mal, wenn man vom Christel kommt, ist Koks natürlich enttäuschend. Ach, total. Ja, weil ich sag mal, der Kick fehlt halt. Total, Das ja. Anfahren, ja. Und Koks, ich Ja. finde auch Koks im Nachhinein betrachtet, die Jahre, die da zurückliegen, komplette Geldverschwendung. Och, übelst. Das ist ja auch, das macht ja auch gierig wie Sau, Ja, gell? Und komplett. dann ballerst du einen nach dem anderen und dann ist das Gramm auf einmal weg und du denkst dir so, 80 Euro für nichts, Alter, danke dir. Für nichts. Genau. Also ich meine, man hat, was du 80 Euro für Christel, da kannst du ja, wenn du gut bist, eine Woche aushalten damit. Ja, wenn du sparsam bist und wenn du nicht so eine hohe Toleranz hast, auf jeden Fall. Genau. Bei Koks ist das bei geübtem Konsum in 2, 3 Stunden vorbei. Ja. Ja, okay. Alright. Wie würdest du heute? Ich meine, wir sind jetzt beides auch Leute, die raus sind. Aus der Szene raus sind. Und trotzdem unterhalten wir uns immer noch über diese Substanz. Aus einer anderen Perspektive. Findest du, dass gerade Crystal, ich meine, wir können es ja sagen, wir kommen beide aus Ostdeutschland, allmählich von den Opioiden und Benzos verdrängt wird, oder ist Crystal immer noch eine stabile Nummer in Ostdeutschland? Also ich würde sagen, dass das hier immer noch die Nummer eins ist. Ja. Unangefochten. Also von dem, was ich so noch mitbekomme, ist das wirklich die Nummer eins. Und ich weiß nicht, Hat sich das. eingenistet über Jahrzehnte. Ja, total. Das ist, also wird immer mehr zum Standard, habe ich das Gefühl. So, wo Opioide oder sowas einfach vielleicht zum Runterkommen genutzt werden, aber auch weil sie Crystal geballert haben, weißt du? Es ist, So. das war meine Vermutung, ja. Also ich sag mal, hier Mitteldeutschland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, das ist Crystal Meth Hochburg immer noch und wird es auch noch bleiben. Und diese ganzen Opioid- und Benzo-Geschichten, die ja eher am Westen so sind, ich meine, du Ja. verfolgst ja auch den Kanal, das kommt ja oft aus Westdeutschland, Ja. das wird noch so bleiben. Ich muss jetzt auch noch mal was droppen. Ja. Und zwar, kennst du Harzrot-Gold? Harzrot-Gold, nee. Das ist sowas wie Harz, aber herzlich. Ja. Ja, Harz, auch für die Community jetzt, Harzrot-Gold läuft auf RTL 2, wo sonst. Und dort gibt es 2 neue Folgen über meine Heimatstadt Weißenfels. Krass. Harzrot-Gold, Weißenfels, es ist irre, die Hälfte der Leute dort kenne ich. Ich poste jetzt gerade mal, ich poste hier mal jetzt den Link in den Chat rein, weil das muss ich nochmal droppen hier. Genau. Und Weißenfels 1, Weißenfels 2, da geht es um die Neustadt. Und warum erzähle ich das? Weil auch in, ich gucke jetzt gerade den ersten Teil, es natürlich um ja, Hartz-IV-Familien geht, aber das ist ja jetzt auch kein Stigma, sondern das sind schon Familien, sage ich mal, wo auch die Kinder in Obhutnahme genommen worden sind. Aus Gründen, und die Gründe sind Crystal. Ja. Und das wollte ich einfach mal erwähnen. Es ist schon krass, also in so einem ziemlich großen Format, Harzrot-Gold, seine Heimatstadt halt zu sehen. Ja, Ja. das ist krass. Vor allen Ja, Dingen, weil ja. jede Ecke, die du dort siehst, die kennst du ja. Die kennst du ja. Ja, Ja. ja. Echt irre. Naja, das wollte ich einfach mal erwähnen. Das Weißenfels jetzt. Und genau, apropos die erste Folge, kann man sogar for free anschauen. Die poste ich auch gleich mal hier in den Chat rein. Kannst du nachher vielleicht auch nochmal reinschauen, meine Liebe. Ja, Ja? unbedingt, unbedingt. Ah, ist zu lange. Okay, also schaut einfach den Link ein, an den ich hier gepostet habe. Harzrot Gold, Weißenfels. Nun ja. Gut.
Ja, meine Liebe, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde schon wieder angekommen. Die letzten 10 Minuten, lass uns doch mal ein bisschen drüber schwadronieren. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du es genauso machen oder würdest du das erste Mal versuchen zu streichen? Nö, ich würde Nee. es genauso machen. Ja, geht mir ähnlich zum Beispiel. Nee, Ja. also das müsste ich nicht müssen. Also, nee. Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Tabuthema. Ja, es ist ein bisschen politisch inkorrekt, was wir jetzt sagen, dass wir eigentlich unsere Drogenkarriere, so kann man es ja sagen, unsere überwundene Drogenkarriere eigentlich nicht bereuen, sondern sie hat uns letztendlich zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Richtig. Was hast du mitgenommen aus diesen Jahren? Oh, viel, 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 viel über mich gelernt. Also, was ich so an dieser Droge vor allem geschätzt habe, war diese vielen verschiedenen Gefühlszuständen und auch so, wie man sich gefühlt hat, von der Psyche her, was für Halluzinationen und so weiter, in was für Zuständen man sich befunden hat. So, das würde ich niemals missen wollen, diese Erfahrungen gemacht zu haben, das erlebt und das gesehen zu haben, was ich gesehen habe. So, und auch zu sehen, wie ich dabei war. So, das hat mir unglaublich viel über mich gezeigt und da habe ich so viel aus mir gelernt und das, also, das würde ich einfach, das würde ich für nichts hergeben wollen. Naja, das kann man halt nur sagen, wenn du und ich, wir beide eben halt die Kurve gekriegt haben. Ja. Ja, weil man muss auch sagen, Christel zerstört auch Familien. Und das, wenn ich da jetzt wieder Harz, Rot, Gold, Weißenfels anschaue, ich meine, gut, damit wollen wir uns jetzt nicht vergleichen. Ich meine, das ist ein Ehepaar, die haben 7 Kinder und von den 7 Kindern sind alle im Heim, ja. Und bei Oh. Pflegefamilien, ich meine, da wäre bei mir und Christel halt auch ein Limit erreicht gewesen. Ja. Weißt du? Also ich sag mal, du hast dich halt trotzdem, du Brecherleins, diesen Begriff musste ich jetzt nochmal droppen, weil der von dir kam, trotz Brecherleins hast du halt dich um deine Katze oder deine Kater gekümmert. Ja, Ja. man hat ja immer irgendwo, das ging mir ja ähnlich mit der Arbeit und auch so, wenn ich mir manchmal in solchen Dokus diese Christel-Leute anschaue, wie verwahrlost die sind, Ja, das wäre mir total. nie passiert. Ich habe Mir auf auch nicht. Nee, Mir auch ich war eher, ich war ja eher so manisch. Also ich habe mir halt nicht 10 Minuten Zähne geputzt, sondern 2 Stunden auf Christel. nicht. Ja. Und so ging es mir mit Händewaschen und mit Putzen. Und ich konnte nie genügend Desinfektionsmittel über sein. Meine ganze Bude muss wahrscheinlich danach gestunken haben. Ja? Also, ja, nee, absolut, verstehe ich. Ja, naja, es schreibt Horst hier, schreibt gerade Chiara, hätte das besser nicht genommen. Ich sag's mal so, ich habe so viele extreme Momente auf Drogen erlebt, mit mir, mit Menschen, was meine Menschenkenntnis, meine Lebenserfahrung eigentlich, und das muss man heute im Nachhinein sagen, doch ziemlich erweitert hat. Ja. Ja, und mich letztendlich auch mehr zu mir gebracht hat. Ja. Ja, also ich weiß, wie ich in einer Extremsituation reagiere. Ich weiß, wie anfällig und wie schwach ich auch bin. Das Ja. gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ja, Ja. ich finde es halt ganz wichtig, dass man auch weiß, wo seine Schwächen sind und dass man auch schwach ist. Ja. Dazu fällt mir gerade noch was ein. Es hat sich, also aus der Zeit, wo ich noch bei meiner Mama gewohnt habe, aber jeden Tag unterwegs war und draußen und Crystal und so, gell? Aus dieser Zeit hat sich vor einer Woche jemand bei mir gemeldet und gefragt, hey, wie geht's dir? Wo ich weiß, die ist auf jeden Fall noch Crystal-abhängig. Da habe ich auch noch und nöcher gezogen, gell? Naja, und dann, also haben wir Es ist halt ein aber bisschen nicht gequatscht. Hani oder Nani. Nee, das ist schon hier aus meiner Stadt. Okay. Und, ja, naja, jedenfalls, wie soll ich denn das sagen? Testet das Universum auf jeden Fall, ob ich meine Lektion gelernt habe oder nicht, ob ich standhaft bin oder nicht. Ich meine, ich war ja jetzt letzte Woche ganz schlimm krank, bin auch immer noch ziemlich erkältet so davon. Und die hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dieses Wochenende vorbeizukommen, dass man mal trinken und, ne? Nee, nee. Und, Sebastian, pass auf, ich bin dir ganz ehrlich, ein Teil von mir hat wirklich dieses Sucht-Chiara, ne? Die hat dann so für lass es mal eine halbe Minute gewesen sein, so richtig, ach oh, komm, noch einmal und Nein,
Was sollte da passieren? Ganz Gehst viel du halt. passiert da, ja. Ja, genau. Du bist doch schon so standhaft von dem einen Mal, da passiert doch jetzt nichts und du hättest es dir mal wieder verdient. Verdient für einen Arsch. Was denn Ja, verdient? genau. Ja, nee, und dann, also ich habe das mal so laufen lassen, so in meinem Kopf, und dann habe ich gedacht, gut, alles klar, und jetzt kommen wir mal wieder zurück in die Ja, Realität. genau. Ja. Na gut, also das ist ja immer noch da. Ja, also dieses Suchtgequatsche, dieses Sucht, diese Triggerpunkte, die werden auch ein Leben lang bleiben, denke ich mir. Ja. Und man kann eben nur einen stabilen Charakter entwickeln oder Methoden oder Systematiken, wie man dagegen halt ankämpft, wenn es wirklich mal wirklich drängend wird. Ja. Und dazu gehört eben natürlich auch die Wahrheit, dass man eigentlich, auch wenn du jetzt Bock auf diese Freundin gehabt hättest, es eigentlich nicht machen kann. Nee, das geht auch nicht. Also da kann ich nicht hingehen. Nee. Es tut mir leid, aber das wird nichts. Also, und wenn ich sage, gut, okay, dann nehme ich mir einen Gramm Koks mit. Nee, also Ach, das, um nee, Gottes also wird schon Willen. selbst. Nee. Sobald du die Nee. erste deinen Koks drin hast, kannst du auch Crystal ziehen. Ja, wahrscheinlich so Na in die klar. Richtung, genau. Wo ist der Unterschied letztendlich? Ich meine, und wenn man dann einmal so eine Line drin hat, es ist ja auch dieses Ziehen. Ja? Ja, Das, ja. da, dann kommt. Sind wir mal ehrlich zu uns selbst, dann wäre das eigentlich. Würdest du das Koks zur Seite packen und würdest dir halt Meth aufschmieren. Ja. Na gut. Das war auch jetzt die Woche ist meine Mutti in Urlaub gefahren und die werde ich jetzt nutzen, um halt wieder zurück in meine Wohnung zu gehen, meine Sachen zu packen und wieder rüber zu gehen. Das war auch jetzt in der Woche, wo ich viel, 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 viel darüber nachgedacht habe, ob ich mir denn nicht einfach Koks hole und das einfach mit Koks alles mache, weil geht ja dann leichter und ne? Und dann habe ich aber gedacht so, nein, 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 das machen wir nicht. Der Punkt ist, man bildet sich immer ein, dass es geil ist. Ja, na, leichter. Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass es leichter ist. Dass ich dann halt einfach wieder in meinem Flow bin und dann die Sachen einfach rüber und dann mache ich drüben und dann so. Passiert ja so nicht. Ja, Du ja. hängst dann vor der Fliese und ziehst die Bahn weg und machst trotzdem nichts. Ja. Also, das sind meine Erinnerungen. Man nimmt sich immer ganz viel vor, oh, ich hole mir heute Koks, um die Wohnung aufzuräumen. Oder ich hole mir halt Crystal, weil wir einen Umzug zu haben. Naja, du holst dir das Koks und ziehst das weg, aber die Wohnung hast du trotzdem nicht aufgeräumt. Ja. Ja, naja. Meine Liebe, Schlussbotschaften. Was können wir, was kannst du als Ex-Konsumentin Leuten, die noch drinstecken, für Tipps geben? Nicht aufgeben, durchhalten, weitermachen. Also, Weitermachen mit dem Leben. nee, ja, also, das kann man auch falsch verstehen jetzt. Nee, aber, naja, aber doch eigentlich tatsächlich weitermachen mit den Dingen, von denen man denkt, dass sie noch Sinn ergeben und dann einfach merken irgendwann, dass es halt wirklich. Ich habe halt von mir, so aus meiner Erfahrung, ich musste so oft und so schäbig und dolle Crystal konsumieren und richtig auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, damit ich merke, was ich eigentlich wirklich will. Ist es das? Und das hat halt nun mal so und so lange gedauert und so viel Gramm Crystal. Und deswegen, also irgendwie wieder versuchen, einen Lebenssinn zu bekommen und versuchen durchzuhalten und auch wenn es ausweglos scheint, einfach durchhalten. Auch wenn man denkt, es geht nicht weiter. Einfach durchhalten. Und wenn es halt jetzt mit einer Bahn Crystal ist, dann ist es jetzt mit einer Bahn Crystal, aber morgen vielleicht nicht. So, das war für mich immer so, wo ich dachte, einfach jetzt diesen Moment überleben und durchstehen und das Beste versuchen zu machen, und damit morgen vielleicht ein besserer Tag werden kann. So. Ja, und glücklich waren wir ja auf Crystal zum Ende überhaupt nicht mehr. Nee, todunglücklich. Also Eben. wirklich todunglücklich. Denn man hat sich auch so geschämt. Ja. Man hat sich so schwach gefühlt, so, ich hast es wieder getan. Und man ist halt in diesem Kreislauf drin. Ja, Ja. stimmt. Und letztendlich, Hand aufs Herz, der Ausstieg ist gar nicht so schwierig. Nee, war's nicht. War nur eine Entscheidung. Man hat es immer auf so einen Thron gehoben, ja, wie schwierig das ist. Eigentlich musst du ja nur aufhören. Ja, es ist wirklich, also so blöd das auch klingt, aber einfach nicht machen. Ja. Einfach nicht mehr machen. Ja. Einfach nicht mehr ziehen. Ja, letztendlich läuft es daraus hinaus. Darauf hinaus, ja. Okay.
Findest du es rund bis jetzt? Ja. Ja. Wann meinst du, werden wir uns wieder unterhalten? Ich weiß Wie sieht es es denn nicht. eigentlich mit Partnerschaften aus? Ach ja. Ja. Naja, ich war ungefähr jetzt knapp anderthalb, naja, so ein Jahr und drei Viertel ungefähr, war ich jetzt in einer sehr intensiven Beziehung Oh. und habe dann im Dezember beendet und im Februar meine Sachen geholt. Wusste ich Also auch das noch nicht, okay. hat mich auch sehr, sehr, sehr herausgefordert. Also da bin ich wirklich an ganz andere Grenzen gestoßen. So, was vielleicht auch toxisch angeht, so in die Richtung. Ja. Da müssen wir uns beim nächsten Mal drüber unterhalten. Ja, Wir müssen uns ja gerne. nicht nur immer über Crystal unterhalten, wir können ja auch uns über toxische Beziehungen unterhalten. Gerne. Ja. Alright, ich würde sagen, das war's aber erstmal für heute. Ja. Meine Liebe, dann hau doch noch mal ein paar Props raus an die Community. Also vielen, vielen lieben Dank an alle die, die da waren, die zuhören jetzt gerade. Und ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Okay, gut. Dann bleibst du noch kurz in der Leitung, meine Liebe. Und ja, wir sehen uns ja bald wieder hier auf dem Kanal. Schaut einfach vorbei, schaut rein. Habt noch einen schönen Tag, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.